damit die Kinder auch im Wald die ganzen Tiere und die Pflanzen kennenlernen. Deshalb ist auch unser Beigeordneter dabei, der sich darum dieses Projekt kümmert. Und da sind diese 1000 Euro natürlich sehr wohl gesehen. Wir arbeiten das mit dem Forst zusammen, der baut das auch. Und dafür ist das dann halt sicherlich sehr gut. Ne? Und die Kinder können dann, wenn mal Regen ist oder wenn es was ist, können sie dann da runterstellen. Die Kinder selber ein bisschen puzzeln und können dann was machen. Und das haben wir auch abgestimmt und wird auch von Forst als Bildungsstätte mit unterstützt. Da habe ich gedacht, da passt das für das Dach wunderbar dazu und kommt allen hier im Handel dann halt zugute. Ja. Aber jetzt aus dem Bild, ich wollte Sie doch sagen, ach so, wir haben dafür jahrelang gekämpft. Ja, das wissen Sie ja vielleicht. Hat sehr lange gedauert. Also sehr lange. Ich alleine weiß es schon 2 Jahre und gestern war unser Objektplaner da und er hat gesagt, 5 Jahre sprechen wir über Kampfschule. Ja, und es war halt sehr schwierig, das auch mit der Bezirksregierung hier hinzubekommen, weil die Standortfrage war ein bisschen schwierig. Das haben wir dann aber auch mit Herrn Kissel damals noch dann halt besprochen und er hat gesagt, Mensch, das ist gut. Dann war die Vertreter der Firma Rossmann auch im Stadtrat und der Stadtrat hat auch zugestimmt und hat gesagt, das ist eine gute Situation. Es beflügelt beide, ne, die Firma Frey und Kissel, aber auch für Rossmann. Und jetzt, nachdem Schlecker jetzt nicht mehr da ist, ist es natürlich umso gravierender, dass wir in Kandel so etwas haben. Wir sind also froh, auch über den Standort. Ich denke mal, das ist ein richtiger Standort. Ja. Und auch für beide Sachen, dass ihr euch abstimmt mit Frey und Kissel. Und dass es halt zur Stärkung der Wirtschaftskraft hier in Kandel beitragen würde. Toi, 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 alles Gute. Ja, und wenn Probleme sind, sagen Sie uns Bescheid, wo wir helfen können. Ja, das ist ja toll. Nee, bis jetzt gab es keine Probleme. Und wir sind also ganz glücklich. Wir haben Samstag schon aufgemacht. Das haben wir mal ausprobiert. Stille Eröffnung ist immer gut für unsere Mitarbeiter auch, dass die sich mal so ein bisschen reinfinden.